1 und 1 ist 3. Manico 2. Ein Zwei-Personenstück in drei Akten. Erster Akt, ein Morgen voller Überraschungen. Aber nicht mein Zimmer und auch nicht mein Bett. Wo bin ich hier? Okay, mal kurz nachdenken. Ich war gestern in diesem Lokal. Da war dieser fesche... Ah! Was ist das? Wer schreit denn da so? Ich glaube, das kommt von draußen. Hier ans Fenster. Ah! Oh Gott, da ist er. Steht im Garten, flattert ein paar Mal mit seinen Armen, um Luft zu tanken und schreit dann aus Leibeskräften. Warum? Ich? Warum muss immer ich diese Vollidioten abkriegen? Beschissenes Leben. Nein, bitte nicht. Jetzt hat er mich entdeckt. Hi, komm doch mal raus. Oh mein Gott, auch das noch. Na, dann gehe ich halt, bleibt mir ja nichts anderes übrig. Hi, das musst du auch mal ausprobieren. Das befreit unheimlich. Hm. Komm, mach einfach mit. Was mitmachen? Ich zeig's dir. Ein Volltrottel allein genügt doch wohl. Ich mach das nie und nimmer. Sechs, sieben, acht und... Oh! Ah, das geht noch ein bisschen besser. Hm? Komm. Probieren wir es nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh! Wahnsinn, was war das? Sowas habe ich ja noch nie erlebt. Plötzlich schaut die Welt ganz anders aus. Das mache ich gleich nochmal. Flattern. Flattern. Arme vor. Freudenschrei. Hast du gemerkt, was passiert, wenn wir gemeinsam schreien? Ja, es wird lauter. Ja, das auch, aber ich meine was anderes. Wir waren zweistimmig. Ja, wir waren zweistimmig. Du hast nicht den gleichen Ton gehabt wie ich. Das ergibt den Effekt, dass durch die Differenz zwischen deiner und meiner Tonfrequenz ein dritter Ton entsteht. Das habe ich auch gehört. Es war da so eine Schwingung dabei. Phänomenal. Das ist höhere Mathematik. 1 und 1 ist 3. Aus einem Ton und einem zweiten Ton entsteht ein dritter Ton. Aus 2 werden 3. Da gibt es aber auch noch ein anderes Beispiel, dass aus 2 3 werden. Aber das sage ich jetzt nicht. Du brauchst es gar nicht zu sagen. Ich weiß schon, was du meinst. Gegen gestern Abend, oder? Wir haben doch aufgepasst. Hey, nicht so schnell. Das habe ich gar nicht gemeint. Mein Gedanke war eher, dass aus der Begegnung von zwei Menschen etwas Gemeinsames entstehen kann. So etwas wie eine Beziehung, ein Verhältnis oder so. Sag doch, was du meinst. Du meinst Liebe. Ja, ja, Liebe. Für mich ist das so etwas Fantastisches. So aus praktisch nichts kann etwas entstehen, das das Schönste überhaupt auf der Welt ist. Tja, Mathematik ist ein weites Gebiet. Ich habe ein Rätsel für dich. Was kann man teilen, so oft man will, und es wird nie weniger? Na sicherlich keine Torte und keine Schokolade. Sag's mir einfach, ich erwarte sowieso nicht. Information. Du kannst sie 100-mal teilen und sie wird nie weniger. Ja stimmt, aber sie verändert sich. Wenn ich eine Geschichte meiner Freundin erzähle und sie erzählt sie dann weiter, dann klingt das schon ganz anders. Und wenn Ihre Freundin sie dann jemandem erzählt, na dann... Ich weiß, was du meinst. Aber genau dieser Effekt ist das, was wir als Leben bezeichnen. Leben ist kein starrer Vorgang, so wie wir uns Mathematik vorstellen.
So wie unsere Wissenschaftler rechnen eben. 1 und 1 ist 2. Na, das habe ich inzwischen schon begriffen. 1 plus 1 ist 3. Stell dir vor, wir hätten vorhin noch einen dritten Schreier gehabt. Also 3 unterschiedliche Töne. Das ergibt einen Differenzton zwischen dem ersten und dem zweiten. Einen zweiten Differenzton zwischen dem zweiten und dem dritten. Und einen dritten Differenzton zwischen dem ersten und dem dritten. Das ergibt zusammen 6 Töne. Also 1 plus 1 plus 1 ist 6. Moment, jetzt steht natürlich auch noch ein Differenzton zwischen dem ersten und dem zweiten. Und ein Differenzton zwischen dem zweiten und dem dritten. Na, hör schon auf. Also da kriegt man einen Knopf im Hirn. Also es sind 9 Töne. Gut geraten, aber schlecht getroffen. Weil 2 der Differenztöne die gleiche Frequenz haben wie die Grundtöne und somit bleiben 7 Töne übrig. Naja, klingt ja interessant, aber wozu ist das gut? Na, um die Welt zu verstehen. Schon die alten Griechengelehrten hatten gesagt, die Welt ist nicht auf Materie aufgebaut, sondern auf Musik. Das Musikstudium war für sie das Wichtigste, weil alles Schwingung ist. So, und jetzt die Hausaufgabe bis morgen. Wie viel ist 1 plus 1 plus 1 plus 1? Danke für dein großzügiges Angebot, aber meine Neugierde hält sich in Grenzen. Ja, aber das ist deine... Ja, aber was deine Freundinnengeschichte angeht, das ist schon interessant, oder? Sie funktioniert nämlich nach dem gleichen Prinzip. Wie meinst du das? Wie ich schon gesagt habe, es ist das Leben. Wenn 2 Informationen aufeinandertreffen, entsteht daraus eine 3. Information. So wie mit den Tönen. Jede weitere Information potenziert das Ergebnis. Potenz, typisch Mann. Auf die Größe kommt es doch gar nicht an. Sei nicht so kindisch. Ich versuche gerade philosophische Evolutionsgespräche anzustimmen. Und da kommst du wieder mit deinem Beziehungsgespräch. Ist doch gar nicht so abwegig. Menschliche Samen und Eizellen haben beide spezielle Erbinformationen, die, wenn sie zusammenkommen, etwas völlig Neues, Einzigartiges entstehen lassen. Etwas, das es auf der ganzen Welt noch nie gegeben hat. Ist doch grandios. Das sollten wir doch gleich in der Praxis ausprobieren. Jetzt bist du wieder kindisch. Nein, philosophier lieber weiter. Ich erzähle dir ein Beispiel. Christoph Fasching ist ein sehr spiritueller Mensch, macht Channelings und Lebensberatung und schreibt Bücher wie Die Gesellschaft 2015. Ich, Handwerker, ein Mann der Tat, lese dieses Buch darin. Und da wird die Welt im Jahre 2015 beschrieben, nach dem Zusammenbruch unseres Finanzsystems. Und dass wir dann alle ganz einfach ohne Geld leben und uns damit ganz nebenbei von unzähligen Problemen lösen. Was ohne Geld, ohne Banken, ohne Steuern? Ja, und auch ohne Ausbeutung, ohne Geldsorgen und vor allem ohne Ungerechtigkeit und Hunger. Aber lass mich zuerst weitererzählen. Ich lese also dieses Buch und denke mir, das ist ja genau das, was wir schon seit langem träumen. Aber warum sollten wir warten? Bis der Zusammenbruch des Finanzsystems uns alle in die Not bringt, ja? Wir können uns doch auch mal ganz bewusst schon jetzt für ein Leben ohne Geld entscheiden. Noch dazu, wenn wir erkennen, dass dadurch alles viel leichter wird. Wie gesagt, ich als Mann der Tat habe mir jemanden gesucht, der eine Homepage machen kann und da entstand www.moneygoodbye.org. Hört sich ja witzig an, Money Goodbye, so wie Baba, du schnöder Mammon, du kannst mich mal. Da werden viele aufatmen. Ja, tatsächlich. Du kannst da mal reinschauen. Auf der ganzen Welt unterschreiben die Menschen. Es gibt kein Land der Erde mehr, in dem welche nicht schon wenigstens einer unterschrieben hat. Es ist nämlich ein internationaler Homepage. In mehreren Sprachen. Ein Kurzvideo ist über die Aktion gibt es auch. Und vor allem ein Link zu einem YouTube-Vortrag von dem Missionär Christoph Fasching. Das werde ich mir alles genau anschauen. Das ist ja eine Riesensache, die du da angezettelt hast. Da steht uns ja eine große Veränderung bevor. Ein echtes Jahrtausendereignis. Ja, auf diese Veränderung wartet die Welt schon lange.
Schon vor 10 Jahren haben sich die Violetten zusammengefunden, eine Gemeinschaft für spirituelle Politik, weil die Sehnsucht nach einer Welt, die von Liebe getragen wird, bei vielen Menschen immer größer wird. Die alten Machtspielchen haben wir schon so satt. Die will keiner mehr. Es ist nur mehr das Geld, das dieses Machtimperium am Leben erhält. Darum hat die Abschaffung des Geldes oberste Priorität. Dann kann endlich Friede und Gleichberechtigung auf der Erde einziehen. Ah, das ist schön, wie du das sagst. Ich kann es kaum mehr erwarten. Da gehe ich doch gleich unterschreiben. Ja, und du musst auch deinen Freundinnen weiter erzählen. Du weißt ja, 1 und 1 ist 3. Zweiter Akt, aufschlussreiches Mittagsgespräch. Ja, hallo, schöne Frau. Hallo, schöner Mann. Wie wär's mit einem Küsschen? Bussi, Bussi retour. Was war das jetzt? Na, das waren die Zinsen. Ich habe heute Vormittag ein bisschen im Internet geschmückert. Da gibt's so ein YouTube. Wie funktioniert Geld? Ah, das kenne ich auch. Da kannst du in 15 Minuten mehr lernen wie auf der Wirtschaftszone. Witzig ist es auch nur. Was mir da zum ersten Mal bewusst geworden ist, dass wir eigentlich gar kein Geld bräuchten. Ich habe ja darüber bis jetzt noch nie nachgedacht. Wer tut das auch? Für uns ist es von Kind auf eine Selbstverständlichkeit, dass man Geld zum Leben braucht. Wenn nicht irgendwoher einmal die Information in dein Leben kommt, dass es auch anders geht, hast du ja gar keine Chance, überhaupt jemals darüber nachzudenken, so wie jetzt. Wenn ich ehrlich bin, kommt es mir jetzt sogar ganz komisch vor, dass wir uns ständig mit dem Geld herumschlagen. Das bringt doch nur Probleme. Wenn ich Schuhe brauche, gehe ich einfach in die Schuhwerkstatt und bitte um ein paar Schuhe. Wenn ich ein neues Kleid brauche, gehe ich in die Schneiderei um ein schönes neues Kleid. Ich gehe auf den Markt, um mir die Sachen zum Essen zu holen oder ins Lebensmittellager. Und wenn ich Zahnweh habe, gehe ich zum Zahnarzt. Die Leute kommen zu mir und bitten mich, ihnen die Haare zu schneiden. Das habe ich gelernt und das kann ich sehr gut. Und du malst mit deinen tollen Naturfarben den Menschen ihre Räume, streichst Fenster und Türen und so weiter. Jeder kann etwas und tut etwas für die Gemeinschaft und allen geht es gut. Ja, und es gibt auch keine Armut und keinen Reichtum mehr. Keine Arbeitslosen und keine Ausbeuter, kein Krieg und keine Diskriminierung und auch fast keine Kriminalität mehr. Stell dir vor, keine Gefängnisse, keine Gerichte, kein Bundesheer. Ja, nicht einmal Schlösser brauchten wir. Wozu sollten wir auch immer alles zusperren? Es gibt keinen Neid und keine Habgier mehr. Aber warum haben wir denn das Geld eingeführt? Es muss doch einen Grund dafür geben. Schau dir doch mal die alten Münzen an. Sie zeigen immer einen Kopf eines Herrschers. Das ist die Erklärung dafür. Irgendjemand wollte mehr haben. Das Geld dient dem Machtspiel. Mit Geld kannst du dir mehr Macht und Reichtum erkaufen. Natürlich geht es auf Kosten anderer. Aber Geld stimmt ja angeblich nicht. Kennst du den Werbeslogan? Reicher als reich. Und alles ist möglich. Ja, ja, Lotto Doppeljackpot. Da kann man die Affen tanzen lassen. Es ist so leicht, einem Menschen Glück vorzugaukeln. Wenn du die Kinder fragst, na, was willst du denn einmal werden? Reich. Als ob das einzig selige Machende im Leben wäre. Glück kann man, genauso wie Liebe, nicht kaufen. Es ist sogar erwiesen, dass alles, was man mehr hat, als man braucht, um gut zu leben, einen nur belastet. Und damit die Lebensqualität wieder schmälert. Der Traum, unermesslich reich zu werden, ist also sowieso ein Schuss in die Hose. Ich fühle mich reich, wenn es mir gut geht. Wenn ich Freunde habe, Zeit für meine Hobbys und auch wenn ich Lob für einen gelungenen Haarschnitt bekomme. Die Freude und der Dank meiner Kunden sind mir viel mehr wert als das Geld, das ich damit verdiene. Es gibt auch noch etwas. Das hast du ganz am Anfang unseres Gesprächs erwähnt. Die Zinsen. Weißt du, dass mindestens 1/3 deiner Arbeitszeit nur für Zinsen aufgehen? Aber ich habe doch gar keinen Kredit laufen. Das brauchst du ja auch gar nicht. Aber in jedem Produkt, das du im Geschäft kaufst, sind mindestens 30% Zinsgeld enthalten.
In Wohnungen sogar bis zu 50%. Fast alle Firmen, die die Produkte herstellen oder Wohnungen bauen, haben Kredite und müssen Zinsen zahlen. Die sind natürlich im Preis eingerechnet und ja, das summiert sich. Alle Aktiengesellschaften zahlen Renditen an die Aktionäre. Diese verteuern natürlich jedes Produkt. Auch der Staat hat hohe Schulden. Und du zahlst deine Steuer mit deinen Zinsen ab. Ja, und wer bekommt das viele Zinsgeld? Ja, schau dich doch um. Woher haben denn die Superreichen ihr Vermögen? Wovon bauen die Banken ihre Prestigebauten? Wer glaubst du, dass die Luxusbauten in Dubai finanziert? Ich? Das finde ich ja toll, was ich mir so alles leiste. Du lachst darüber, du hast Humor, das gefällt mir. Aber viele Milliarden Menschen können darüber nicht mehr lachen. Sie leiden Hunger. Alle 5 Sekunden stirbt ein Kind auf dieser Welt. Ich muss mich oft schon sehr zusammenreißen, wenn ich daran denke, dass nur die unermessliche Gier einer Minderheit daran schuld ist. Aber du kannst doch gar nichts dafür. Ja, das stimmt schon. Ich habe das System nicht gemacht. Aber ich kann mich dafür einsetzen, dass es aufhört. Und ich weiß nie, ob das, was ich mache, genug ist. Das lässt mich oft nächtelang nicht in Ruhe schlafen. Komm her zu mir. Du machst das ganz großartig. Außerdem bist du ja nicht allein. Es sind so viele, die dieses System auch schon längst satt haben. Du weißt doch, wie viele deine Homepage unterschreiben. Und es werden noch viel mehr. Du musst Geduld haben. Für viele ist der Gedanke an eine geldlose Welt einfach noch zu unvorstellbar. Und es braucht schon wirklich Mut, da einfach zu unterschreiben. Ich bewundere alle, die sich das trauen. Es ist komplettes Neuland für uns. Ja, da hast du recht. Bis vor ein paar Monaten habe ich mir das ja selbst noch gar nicht vorstellen können. Eine Welt ohne Geld. Blödsinn. Womit soll man denn einkaufen gehen können? Dritter Akt am Abend. Hallo, wie war dein Nachmittag im Frisiersalon? Hey, was ist das für eine Begrüßung? Komm, nimm mich lieber mal kurz in die Arme. Ich brauche jetzt eine Portion Kuscheleinheiten. Ah, das tut gut. Bei uns im Geschäft ist es oft ziemlich hektisch und anstrengend. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, etwas anderes zu machen? Nein, bist du verrückt? Ich mache das ja gerne. Darum habe ich mir diesen Beruf ja gewählt. Nur der Stress ist das, was mir die Arbeit vergraut. Und wenn ich bedenke, dass ich 30% nur für andere arbeite, so wie du es mir mittags erklärt hast, dann ärgert mich das. Der Stress muss ja gar nicht sein. Ja, dass du für andere arbeitest, das ist ganz normal. Keiner arbeitet nur für sich. Das ist ja das Tolle an unserer Gesellschaft. Jeder tut das, was er gerne tut und gut kann. Und leistet so seinen Beitrag für die Gemeinschaft. So geht es uns allen gut. Das Blöde ist nur, dass wir glauben, immer alles verrechnen zu müssen. Das macht die Sache sehr aufwendig. Wir betreiben einen riesigen Finanzapparat. Ganze Heerscharen von Buchhaltern, Finanzbeamten, Kassierern, Bankangestellten. Und dazu noch die ganzen Gebäude, die ja gebaut, betreut, reinigt, geheizt werden. Sag mal, wie viel arbeiten wir eigentlich umsonst? Das ist doch Schwachsinn. Da weiß ich mir doch was Besseres. Baden, in der Sonne liegen oder freisen gehen oder einfach faul sein. Man müsste einmal nachrechnen, wie viel wir tatsächlich arbeiten müssten, um gut leben zu können. Habe ich schon gemacht. Es wird jetzt zwar ein bisschen mathematisch, aber wenn du mich danach fragst, es gibt da zwei Ansatzpunkte. Die erste ist die Frage, wie viele Arbeitsstunden erwarte ich von meinen Mitmenschen für mich? Das ist nicht nur die Friseurin, die mir einmal im Monat die Haare schneidet, oder der Zahnarzt und seine Assistentin, die ich brauche, wenn ich mal Zahnweh habe. Es bin halt alles, was ich konsumiere.
Leute, die unsere Trinkwasserversorgung aufrechterhalten, die Kanalisation, den Strom, das Telefon, das Internet, die Müllabfuhr, der Straßenbau und die Reinigung. Die Polizei, die Politiker, die sich um alles kümmern natürlich, ja. Die Krankenhäuser, Kindergärten, die Schulen. Hör auf, wer soll denn das alles berechnen? Es ist aber so. Dabei haben wir noch gar nicht mal die Bauern erwähnt, ja. Die uns mit Nahrung versorgen. Die Lieferanten und die Geschäftsbetreiber, die Schuh- und Kleiderfabrikanten, die technischen Arbeiten fürs Auto, Fernseher, für die Kaffeemaschinen und natürlich die Baumeister, die Handwerker und die Möbelhersteller. Oh Gott, mir wird schon ganz schwindelig. Also wie soll ich denn das alles ausgleichen können? Das sind doch jeden Tag mindestens 100 Stunden, die da für mich geleistet werden. Nö, dabei haben wir aber etwas ganz Wichtiges vergessen, ja. Du weißt ja, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Wir brauchen auch noch die Künstler, das Theater, den Zirkus, die Musik, das Kino, Radio, Fernsehen und Tanzen. Ja, Tanzen. Komm, leg mal schnell Elvis auf. Ich brauche jetzt ganz dringend ein paar Takte Musik, damit ich mich wiederholen kann. Das tut gut. Das bringt meine Seele wieder ins Gleichgewicht. Ohne Musik und Tanz wäre ich nicht überlebensfähig. Ja, das ist schön. Das freut mich. Wenn es dir gut geht, dann geht es mir auch gut. Das ist ansteckend. Aber ich bin noch nicht fertig mit deiner Frage nach dem richtigen Maß an Arbeitsleistung. Ja? Nehmen wir an, du gibst so ca. 1500 Euro pro Monat aus. Ja? Für dein Netto, dein ganzes Leben also. Davon ziehen wir ein Drittel ab, da du ja etwas Zinsgeld an den Großkapitalisten fließt. Es bleibt also dann noch 1000 übrig, die aufgeteilt auf viele Menschen als Lohn fließen. Rechnet man einen Durchschnittslohn von 10 Euro pro Arbeitsstunde, so sind das 100 Stunden pro Monat, die wirklich für dich gearbeitet werden. Aber das stimmt doch nicht. Welche Chinesin oder welcher Inder verdienen schon 10 Euro? Vieles, was ich kaufe, ist made in Hongkong oder Taiwan. Du musst das berücksichtigen in deiner Rechnung, sonst ist das nicht fair. Ja, da hast du recht. Fairness ist leider auf unserem Weg nicht durchgesetzt worden. Also nehmen wir durchschnittlich einen Lohn von 8 Euro und erhöhen die Stundenanzahl auf 120. Okay, das lasse ich gelten. Aber in den 120 Stunden sind immer noch die vielen unsinnigen Finanzverwaltungszeiten inbegriffen, die ich ja derzeit auch noch beanspruche. Die musst du wegrechnen. Denn davon habe ich ja überhaupt nichts. Sie dienen ja wiederum nur denen, die sich von meiner Arbeit bereichern wollen. Du bist aber schon sehr kritisch. Unser derzeitiges System würde sofort zusammenbrechen, wenn wir die Steuern keine mehr berechnen würden. Ist mir schon klar, aber ich will wissen, wie viel Arbeit ich und jeder von uns zum Ganzen beitragen muss, wenn wir das Geld abgeschafft haben. Also ganz genau kann ich das natürlich nicht sagen. Vorsichtig geschätzt macht die Verwaltungsarbeit wohl etwa auch ein Drittel des Gesamtaufwandes aus. Also bleiben von den 120 Stunden 80 übrig. 80 Stunden? Das sind ja nicht einmal 20 Stunden in der Woche. Die Hälfte von dem, was ich jetzt arbeite. Das ist ja toll. 5 Tage zu je 4 Stunden oder 2,5 8-Stunden-Tage und dann Rest der Woche frei. Oder für Reiselustige, ein halbes Jahr voll arbeiten und dann ein halbes Jahr Urlaub. Sag mal, sind wir eigentlich blöd, dass wir so viel arbeiten? Anscheinend schon. Wir, oder besser gesagt, unsere Vorfahren haben sich dieses Geldsystem aufschwatzen lassen. Und wir haben es kritiklos übernommen. Erst jetzt, da wir die verheerenden Schwachstellen des Machtsystems erkennen, wachen wir endlich auf. Und durch die uneingeschränkte Vernetzung und übers Internet sind wir in der Lage,
uns von diesem System wieder zu verabschieden. Darum auch der Slogan Money Goodbye. Ohne Groll, aber ganz bewusst und auf Nimmerwiedersehen. Das finde ich schön. Ich mag nämlich keine Machtaktionen und Kampfaktionen. Das macht nur böses Blut. Wir entscheiden uns ganz frei für die Freiheit. Und jeder kann ganz frei mitmachen. Ich habe übrigens heute Vormittag schon unterschrieben. Ich gehöre jetzt dieser Freiheitsgesellschaft an. Ein gutes Gefühl und es war gar nicht schwer. Aber du hast doch vorhin von zwei verschiedenen Berechnungsarten gesprochen. Okay, also, wenn du es noch wissen willst, die zweite Berechnung sieht so aus. Wir haben in Österreich 3,5 Millionen erwerbstätige Menschen, die, so wie du und ich, von der Arbeit dieser Menschen lebt Österreich. Vereinfacht gesagt, nicht jeder hat eine volle Anstellung, also gehen wir von durchschnittlich 30 Wochenstunden aus. Das sind wiederum 120 Stunden im Monat. Und wir sind genau bei derselben Basis wie vorhin. Bei einem Drittel Abzug für die nicht mehr benötigten Finanzverwaltungsarbeiten bleiben 80 Stunden übrig. Und so sind wir schon wieder auf die 20 Stunden Woche. Gratuliere, du bist ja ein großer Mathematiker. Einstein würde erblassen vor Neid. Sei nicht witzig. Einstein hat da ganz andere Sachen gerechnet. Ich habe neulich einen Vortrag über Dimensionsberechnungen gehört. Also wenn du mir das jetzt erzählen willst, dann tu es ruhig, erwarte aber nicht von mir, dass ich das verstehe. Für mich ist es schon ein Wunder, dass Bäume wachsen und Blumen blühen. Ich akzeptiere das einfach und freue mich darüber. Ich muss nicht alles erforschen. Das gefällt mir so an dir. Du nimmst also mit dem Gefühl auf und genießt es einfach. Ich glaube, das ist eine speziell weibliche Kunst. Einfach leben und leben lassen. Ja, und ihr Männer müsst immer alles erkunden. Ihr wollt immer hinter die Kulissen schauen. Warum ist das so? Ihr wollt sogar uns Frauen verstehen. Aber das könnt ihr vergessen. Wir verstehen uns nämlich selber nicht. Das mit den Frauen ist gar nicht mein Ding. Ich freue mich einfach, dass es euch gibt und genieße es. Es bereichert mein Leben ungemein. Dankeschön. Danke auch. Aber alles Technische und Mathematische, das hat schon eine Faszination für mich. Auch wenn mir klar ist, dass ich vieles nicht verstehen kann, so möchte ich doch wenigstens wissen, warum ich nicht verstehen kann. Das klingt ja voll belämmert. Wissen zu wollen, warum man etwas nicht verstehen kann. Also, wenn das männlich ist, bin ich froh, der weiblichen Rasse anzugehören. Das ist viel einfacher. Du hast ja recht. Aber schon Einstein hat gesagt, das Forschen, Entdecken ist das, was unser Leben erst einen Lebenszweck gibt. Es ist das Einzige, was uns wirklich befriedigt. Sicher, er war ein Mann. Frauen bekommen Kinder und brauchen nicht darüber nachzudenken, wofür sie da sind. Wir Männer haben halt leider nicht diesen Vorzug. Also bleibt uns nichts anderes übrig als zu grübeln. Ach, ihr armen Geschöpfe. Wenn ich einmal viel Zeit übrig habe, dann werde ich euch bemitleiden. Also, wenn du mir dein Dimensionsspiel noch vortragen möchtest, dann bald, denn meine Konzentrationsfähigkeit neigt sich schon langsam dem Ende zu. Also gut, ich mach's kurz. Dimension heißt Ausdehnung. Das ist dir ja sicher bekannt. Drei Dimensionen kennen wir. Also drei Ausdehnungen. Die in eine Richtung ist eine Linie, in die zweite Richtung ist eine Fläche und in die dritte Richtung ist es schon ein Körper. Ja, das ist nichts Neues. Das haben wir schon in der Schule gelernt. Stell dir jetzt einmal eine Wasseroberfläche vor. Ja? Ganz ruhig und eben. Und stell dir vor, du bist diese Wasseroberfläche. Also befindest du dich im Zustand der zweiten Dimension, eine Fläche. Okay, das geht gut. Ich liege ganz flach und faul auf einem windstillen See. Gefällt mir sogar. Ich liege da und harre der Dinge, die da kommen. Und schon geht's los. Es fliegt ein Punkt, sagen wir ein Pollenkorn, auf dich. Drauf und du spürst einen Punkt, nimmst ihn wahr und bald darauf verschwindet er wieder. Weil er in die See absinkt. Du bist ja nur die Wasseroberfläche und natürlich durchlässig. Okay, der Punkt ist weg und ich bin wieder heil.
Jetzt kommt ein gerader, dünner Ast. Vielleicht ein Stängel von einem Blatt. Jedenfalls etwas, das mathematisch eine Strecke vergleichbar ist. Ja? Er fällt genau senkrecht herab und so entsteht ein Punkt an der Wasseroberfläche. Ist er durchgefallen, verschwindet dieser Punkt wieder. Es ist für dich genau das gleiche Ergebnis wie vorhin mit dem Punkt. Er taucht auf und ist nach einiger Zeit wieder weg. Flutsch, hat weggesagt. Fällt er schräg geneigt herab, ja, ist das wieder anders. Der Punkt taucht auf und beim Durchfallen durch dich wandert dieser Punkt, bis er schließlich wieder verschwindet. Wie geht's? Das kitzelt mich. So ein Streifzug von einem Ort zum anderen. Wie geht's weiter? Der Ast könnte auch ganz waagrecht auftreffen. Also plötzlich auf die Strecke, auf dir, und dann sinkt er ab und ist wieder weg. Das ist schon unheimlich. So ein langes Ding auf mir und dann durch mich durch. Ja, du machst doch schon wieder Scherze, ha? Das ist ein ernsthaftes Experiment. Jetzt kommt eine Fläche geflogen. Sagen wir ein ganz ebenes Blatt Papier. Ja? Trifft senkrecht auf. Wo du spürst, ist genau das gleiche wie vorhin mit dem dünnen Ast. Du glaubst, eine Strecke ist da. Dabei ist sie aber eine Fläche, die durch dich durchzieht. Ja? Bis sie halt wieder verschwindet. Verblüffend, du hast recht. Ich kann wirklich keinen Unterschied erkennen, obwohl es doch ganz etwas anderes ist. Wir haben keine Chance, das zu verstehen. Das ist so eine Beweisführung dafür, dass wir nicht imstande sind, die Wirklichkeit zu erkennen. Es ist genau wie mit dem Punkt und mit der senkrechten Linie. Aber es geht noch weiter. Stell dir vor, das Blatt trifft wieder senkrecht auf, aber in spitzen Winkel. Lass mich weiter sagen. Es kommt zuerst ein Punkt, der bildet nach beiden Seiten eine Linie, die immer länger wird. Lach ja nicht. Und sich dann wieder verkürzt und schließlich wieder zum Punkt wird. Und dann, wenn das Blatt komplett durch mich durch ist, wieder verschwindet. Toll, das hast du ja eine richtig tolle Vorstellung gehabt. Das überrascht mich jetzt, meine Hochachtung. Das brauche ich dir ja nicht mehr zu schildern, was passiert, wenn das Blatt schräg geneigt auftrifft. Nämlich eine wandernde Linie. Ganz besonders gefährlich. Es kann aber auch passieren, dass das Blatt ganz flach auftrifft. Das gibt dann einen Klatscheffekt. Flach da, in voller Breite und dann wieder weg. Das ist mal etwas völlig Neues. Ich kann eine Fläche wirklich als Fläche wahrnehmen. Ja, endlich. Aber es geht noch weiter. Es kommt ein Würfel geflogen. Ganz egal, wie er eintrifft, ob spitz oder schräg oder flach, du kannst beim Durchdringen immer nur eine Fläche erkennen. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Wir können, wenn wir eine Fläche sind, nie einen Körper erkennen. Ich bin aber keine Fläche, zum Glück. Ich habe einen Körper. Ja, das sehe ich. Und einen ganz tollen noch dazu. Du alter Schmeichler. Die Essenz aus dieser langwierigen Demonstration ist, da wir einen Körper haben, also der dritten Dimension entsprechen, können wir nur Körper erkennen. Alles, was sich in der vierten Dimension abspielt, damit können wir nicht umgehen, weil uns die Wahrnehmung dafür fehlt. Dabei wissen wir ganz genau, dass so etwas wie eine vierte Dimension, es muss es sie geben. Eben weil so viel Unerklärliches passiert. Alle spirituellen Lehren sind auf den Gesetzen der vierten Dimension aufgebaut. Sogar unser ganzes Leben spielt sich in dieser Ebene ab. Trotzdem haben wir keinen richtigen Durchblick, was da eigentlich abläuft. Du hättest aber auch nur bei Sokrates nachschauen brauchen. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Diese Erkenntnis ist schon tausende Jahre alt. Ja, ja, sag es mir nur wieder, dass ich ein Trottel bin. Ich weiß es selbst auch. Ich will halt nur wissen, warum ich nichts weiß. Und, bist du jetzt gescheiter? Ich weiß nicht, ob man gescheiter nennen kann. Auf alle Fälle ist es für mich eine gewisse Genugtuung,
zu wissen, dass ich nicht blöd bin, sondern eben beschränkt wahrnehmungsfähig. Und das akzeptieren zu können, glaube ich, ist schon ein großer Schritt. Ganze Völker bekämpften sich gegenseitig, weil sie glaubten, als Einzige die Wahrheit zu wissen. Aber es sind doch nicht die Menschen, die den Krieg wollen. Es sind immer nur einzelne Staatsführer, die das Volk dazu benutzen, um ihre Macht zu vergrößern. Ja, das stimmt schon. Aber sie nutzen die Unwissenheit der Menschen aus, um ihre Zwecke für ihre Zwecke zu gebrauchen. Und diese Unwissenheit also nichts zu wissen, warum sie nichts wissen. Und deshalb glauben, was man ihnen sagt. Das macht sie als Untertanen gefügig. Und darum ist mir ja so wichtig, dass die Menschen die Wahrheit begreifen. Auch wenn es bedeutet, ich weiß nicht, dass ich nichts weiß, weil ich gar nichts wissen kann. Du hast ja wirklich Großes vor, du solltest Präsident werden oder so irgendetwas. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Aber das wieder mit diesen Machtspielchen dann zu tun hat, da verzichte ich lieber drauf. Da genügt es mir, Vorsitzender der Violetten zu sein. Da kann ich wenigstens nicht schief gehen, weil es da nur um Liebe geht. Und Liebe zu mir, Liebe zu den Mitgeschöpfen, Liebe zu unserer Mutter Erde. Alles andere ergibt sich ganz von selbst daraus. Das war ein guter Abschluss. Ich bin schon fast am Ende meines Tages. Ich wünsche dir eine gute Nacht und träum bitte weiter von deinen Visionen. Sie gefallen mir alle sehr gut. Eines Tages werden wir es geschafft haben und uns fragen, war das alles wirklich notwendig? Glaub mir, nichts geschieht zufällig. Alles hat seine Ordnung. Und wenn wir es nicht verstehen, wir wissen ja inzwischen, dass es so sein muss. Gute Nacht und ich danke dir für diesen schönen Tag. Danke auch. Elisabeth und der Roman. Ganz lieb. Dankeschön.